In unserem heutigen Video geht es um 10 Serienmörder bzw. Mordserien, die Stand 2023 ungelöst sind. Die Identität von keinem einzigen der Mörder konnte bis heute ermittelt werden. Im September 1984 wird die Leiche einer 28 Jahre alten Frau an einem Highway in West Memphis entdeckt. Da sie lediglich einen Pullover getragen hat und sonst völlig unbekleidet war, geht das FBI von einem Sexualmord aus. Zunächst ist die Identität der Frau völlig unklar. Doch anhand ihrer Fingerabdrücke kann ermittelt werden, dass die Frau ursprünglich aus West Virginia stammt. Sie ist von zu Hause ausgerissen und quer durch die USA getrampt. Dabei muss sie auf ihren Mörder getroffen sein. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass die Frau nur das erste Opfer eines extrem kranken Serientäters sein wird. Nur ein paar Monate danach wird der gefesselte Leichnam einer Frau in Tennessee entdeckt. Wieder in der Nähe eines Highways. Die Frau ist erdrosselt und sexuell missbraucht worden. Ihre Identität wird für fast 4 Jahrzehnte unbekannt bleiben. Im gesamten Jahr 1985 werden 2 weitere Frauenleichen und die eines Kindes in und um Tennessee entdeckt. Dem FBI wird immer deutlicher, dass die Taten miteinander in Verbindung stehen müssen, da immer wieder Parallelen festzustellen sind. Ein Merkmal, das besonders heraussticht. Alle 5 Opfer hatten zum Todeszeitpunkt rote Haare, weshalb der Täter der Redhead-Mörder genannt wird. Doch das FBI kommt dem Täter kein Stück näher. Als der Fall in den 90ern neu aufgerollt wird, stellt sich heraus, dass die Taten des Redhead-Mörders viel umfangreicher sind als angenommen. Demnach könnte der Täter von 1978 bis 1992 insgesamt bis zu 14 rothaarige Frauen getötet haben, die allesamt an Highways aufgefunden wurden. Allerdings sind die Identitäten vieler der Opfer bis heute unbekannt. Das liegt unter anderem daran, weil die Frauen als Prostituierte oder Landstreicherin in diversen Bundesstaaten unterwegs waren und keine feste Bleibe hatten. Im Jahr 2018 gelingt es, die Identität eines der Opfer nach 33 Jahren festzustellen. Dabei kommt heraus, dass die Frau zuletzt in Begleitung des Truckers Jerry Leon John gesehen wurde. Tatsächlich kann das FBI ihm nachweisen, den Mord damals begangen zu haben. Allerdings ist John bereits 2015 verstorben. Bis heute ist unklar, ob John der gesuchte Redhead-Mörder ist oder nicht. Alle 14 Morde gelten bis heute offiziell als ungeklärt. Im nächsten Fall bleiben wir wieder auf einem Highway. In Kanada, in British Columbia, liegt eine mehr als 700 Kilometer lange Landstraße, die als der Highway of Tears bekannt ist. Der Name rührt daher, da entlang des Highways in den letzten Jahren immer wieder Frauen verschwunden sind oder getötet wurden. Wann genau die Mordserie begonnen hat, ist nicht ganz klar. Inzwischen werden die ersten Morde auf ca. 1970 datiert. Auffällig ist, dass fast alle Frauen, die vermisst oder getötet wurden, kanadische Ureinwohnerinnen waren. Die Schicksale der einzelnen Opfer sind total unterschiedlich. Die junge Tracy hat Streit mit ihrer Mutter und vertritt sich die Beine auf dem Highway. Danach wurde sie nie wieder gesehen. 1974 nutzt Monica die Straße als Heimweg von der Schule. Ein Jahr später wird ihre erdrosselte und verweste Leiche in einem Wald entdeckt. Andere Opfer werden erschossen oder erwürgt aufgefunden. Und von manchen fehlt bis heute jede Spur. Laut Schätzung sollen auf dem Highway 18 Frauen und Mädchen getötet worden sein. Umfangreichere Auswertungen führen zu mehr als 40 vermissten Frauen. Entlang der Straße stehen heute sogar Schilder, die Frauen dazu ermahnen, nicht in fremde Fahrzeuge einzusteigen. Der Highway of Tears gleicht einem Horrorfilm, ähnlich wie in Jeepers Creepers. Der oder die Täter schlagen entlang der schier unendlichen Weite des Highways zu, verschleppen die Frauen, töten sie und verschwinden dann wieder, manchmal sogar jahrelang. Der nächste Serienmörder wird als das Freeway-Phantom bezeichnet. Auftakt der Mordserie ist ein Abend im April 1971. Die 13 Jahre alte Carol macht sich auf den Weg zu einem 7-Eleven in der Nähe von Maryland. Doch das Mädchen kommt nie wieder nach Hause. 6 Tage später wird ihre Leiche nahe des Anacostia Freeways entdeckt. Laut Obduktion ist sie erwürgt und sexuell missbraucht worden.
Ein paar Wochen danach geht ein anonymer Anruf bei der Polizei ein. Der Mann sagt aus, dass sich genau an derselben Stelle, wo Carols Leiche entdeckt wurde, nun eine zweite befindet. Und genau so ist es. Die Ermittler finden den Leichnam eines 16 Jahre alten Mädchens. Auch sie ist erdrosselt worden. Nachdem drei weitere Leichen entdeckt werden, hinterlässt der Täter bei einem der Opfer einen Notizzettel, den er mit dem Pseudonym Freeway Phantom unterzeichnet. Dem FBI ist klar, dass ein und derselbe Täter für alle 5 Morde verantwortlich sein muss. Gemeinsamkeiten bei den Morden bestehen unter anderem darin, dass alle in der Nähe des Freeways entdeckt werden. Zudem fehlen bei 4 der 5 Leichen die Schuhe. Rund ein Jahr danach wird das letzte bekannte Opfer entdeckt. Das Mädchen ist nur einige Stunden vor dem Auffinden der Leiche entführt worden. Auch bei ihrem Leichnam fehlten die Schuhe. Die Ermittler fahnden in ganz Washington und darüber hinaus nach dem Täter und erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. Zeitweise ist eine Belohnung von mehr als $150.000 ausgesetzt. Immer wieder werden tatverdächtige Männer vernommen. Manche kommen in U-Haft. Doch schlussendlich muss jeder wegen einer unzureichenden Beweislage wieder freigelassen werden. In den Jahrzehnte andauernden Ermittlungen überprüft das FBI auch etwaige Parallelen zu anderen Serienmördern aus der Region. Darunter Robert Eskins. Er soll bis 1977 3 Menschen getötet haben. Doch die Ermittlungen haben bis heute zu keinem Ergebnis geführt. Die Identität des Freeway-Phantoms ist nach wie vor unbekannt. Zwischen 1986 und 1989 kommt es entlang des Colonial Parkways in Virginia zu einer brutalen Mordserie, der mindestens 8 Menschen zum Opfer fallen. Die mehr als 20 Kilometer lange Straße ist an einigen Stellen komplett von der Zivilisation isoliert, da es keinerlei Straßenlaternen gibt. Seit jeher sind diese Abschnitte bei jüngeren Paaren extrem beliebt. Im Oktober 86 sieht ein Jogger ein Fahrzeug, das vom Colonial Parkway abgekommen ist und in einem Gebüsch gefahren steht. Die Polizisten finden darin die Leichen zweier Studentinnen, die seit geraumer Zeit ein Liebespaar waren. Der Täter hat den Frauen derart tief in den Hals geschnitten, dass er sie fast enthauptet hat. Bis 1989 werden 2 weitere Liebespaare direkt an der Straße und in der Nähe aufgefunden. Von einem anderen Paar wurde lediglich das Auto entdeckt. Ihre Leichen konnten bis heute nicht entdeckt werden. Der Täter hat die jungen Paare entweder erschossen, erdrosselt oder ihnen die Kehle aufgeschnitten. Nach den Morden hat er das Fahrzeug der Opfer öfter ein paar hundert Meter weit weggefahren. Dem FBI ist deshalb schon nach dem zweiten Mord klar, dass die Taten miteinander in Verbindung stehen. Zur selben Zeit werden in der Nähe weitere Paare getötet. Auch die könnten dem Colonial Parkway Killer zugeordnet werden. Der Fall ist in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder neu aufgerollt worden. Doch bis heute gibt's und gab es keinen Tatverdächtigen. Die Zeit des nächsten Serienmörders liegt mehr als 100 Jahre zurück. Die Mordserie fand 3 Jahre vor Jack the Ripper statt und gilt als eine der ersten in den USA. Der Täter wird der Servant Girl Annihilator genannt. Er bricht ab 1884 in diverse Wohnungen in Texas ein. Im Schlaf überfällt er seine Opfer wie ein Vampir. Bei den Taten geht er extrem brutal und pervers vor. Entweder tötet oder verstümmelt er die Opfer noch in ihrer Wohnung. In einigen Fällen verschleppt er die Frauen und lässt sie dann in der freien Natur zurück. 6 der getöteten Frauen hatten beim Auffinden ihrer Leiche ein Metallstück in die Ohren gerammt bekommen. 1885 endet die Mordserie abrupt. Der Grund könnte sein, dass der Täter sich einem großen öffentlichen Fahndungsdruck entgegengesehen hat. Tag und Nacht patrouillieren Polizisten und auch freiwillige Bürger stellen sich bereit. Es gibt die Aussage eines Zeugen, der den Täter damals nach einer Tat gesehen haben will. Allerdings kann er den Mann quasi gar nicht beschreiben. Der Servant Girl Annihilator hat 8 Menschen getötet und 8 schwer verletzt. Als Tatwaffe hat er immer eine Axt benutzt. Insgesamt sollen die Behörden 400 Männer verhaftet haben. Doch niemand konnte mit den Taten in Verbindung gebracht werden. Laut Medienberichten von damals ist der Täter eines Tages aufgrund des öffentlichen Drucks aus der Stadt geflohen und dann für immer untergetaucht. 1985 kommt es in Japan zu einer besonders hinterhältigen Mordserie. Das erste Opfer ist ein Anfang 50 Jahre alter Angler.
Auf dem Weg zum Gewässer hält er an einem Getränkeautomaten und kauft sich 2 Flaschen Limonade. Nach etwa der Hälfte des zweiten Getränks wird ihm schlecht. Kurz darauf kommt er in ein Krankenhaus, wo er einige Stunden später verstirbt. Zunächst gehen alle von einem Einzelfall aus, doch es sollte anders kommen. In den folgenden 6 Monaten kommt es immer wieder zu schweren Vergiftungen und Todesfällen. Obduktionen ergeben, dass die Opfer an Paraquat und Diaquat verstorben sind. Diese Stoffe sind sonst in Unkrautvernichtern enthalten. Der Täter hat die Getränke mit den Chemikalien vergiftet und die dann in oder auf Getränkeautomaten platziert. Die meisten Vorfälle ereignen sich in Tokio. Die Ermittler und die Hersteller der Getränke verteilen Millionen von Flugblättern und Warnaufklebern. Die Kunden sollten darauf achten, dass das Siegel bei den Flaschen unbeschädigt ist. Von jetzt auf gleich endet die Mordserie, nachdem der Täter 12 Menschen getötet und 35 verletzt hat. Die Ermittler haben bis heute nicht im geringsten einen Verdacht, wer der Paraquat-Mörder gewesen sein könnte. Zudem weiß auch niemand, was das Motiv des Täters war. Im Februar 2009 geht eine Frau in West Mesa in Mexiko mit ihrem Hund spazieren. In dem kargen Ödland entdeckt sie einen menschlichen Knochen, woraufhin sie die Polizei verständigt. Die Ermittler können zunächst nicht glauben, auf was sie gestoßen sind, nachdem sie das große Areal umgraben. Insgesamt entdecken sie 11 weibliche Leichen und einen Säugling. Die Frauen waren zum Todeszeitpunkt zwischen 15 und 32 Jahren alt. Fast alle hatten zu Lebzeiten mit Drogen oder Prostitution zu tun. Um den Todeszeitpunkt besser eingrenzen zu können, werden Satellitenbilder ausgewertet. Darauf ist zu erkennen, dass der Boden zwischen 2001 und 2005 mehrfach umgegraben worden ist. Das stellt heute offiziell den Todeszeitpunkt der Frauen dar. Die Ermittler vermuten den oder die Täter in einem Ring von Menschenhändlern, der insbesondere in Texas aktiv ist. Allerdings konnte bis heute kein Täter mit den Morden in Verbindung gebracht werden. 2010 veröffentlicht die Polizei Bilder von weiteren Frauen, dessen Identitäten ungeklärt sind. Die Frauen auf den Bildern sind gefesselt und gequält worden. Da es allerdings deutliche Parallelen zu den West Mesa-Leichenfunden gibt, könnte ein Zusammenhang bestehen. Doch auch diese Spur führte bisher zu keinem Ergebnis. Alle verdächtigen Personen, die in den letzten Jahren verhört wurden, mussten wieder freigelassen werden. Der sogenannte West Mesa Bone Collector befindet sich demnach noch heute auf freiem Fuß. Ab 1996 kommt es in der belgischen Stadt Mons zu entsetzlichen Leichenfunden. An abgelegenen Plätzen oder am Straßenrand werden Müllsäcke entdeckt, in denen sich zerteilte weibliche Leichen befinden. Über einen Zeitraum von knapp einem Jahr kommt es zu 5 solcher Leichenfunde. Auffällig ist bei den Opfern, dass alle zuletzt in der Nähe von Bahnhöfen gesehen worden sind. Was den Ermittlern jedoch wirklich Sorgen bereitet, ist der Umstand, dass alle 5 Leichen derart präzise zerteilt worden sind, dass der Täter quasi jeden Schnitt perfekt gesetzt hat. So, als hätte er es schon 100-mal gemacht. Im Sommer 97 enden die Leichenfunde dann. Nach mehr als 10 Jahren kommt dann wieder Bewegung in den Fall. Der Modus operandi führt zur Annahme, dass die 5 Morde mit einem ungeklärten Mordfall in New York aus dem Jahre 1990 in Verbindung stehen könnte. DNA-Spuren sind es, die Smail Tulia aus Montenegro wegen des Mordes in New York überführen. Die Ermittler drängen jahrelang darauf, dass er überstellt wird, damit sie herausfinden können, ob er der gesuchte Schlächter von Mons ist. Doch Montenegro liefert ihn nicht aus. Der einzige Tatverdächtige, Tulia, ist bereits verstorben. Demnach gilt die Mordserie an 5 Frauen, die wie in einem Schlachthof zerteilt wurden, als ungeklärt. Die nächste Serie von Morden hat sich ab 1990 in Bowraville in Australien zugetragen. Ein 16-jähriges Mädchen befindet sich auf dem Heimweg von einer Party. Doch zu Hause kommt sie nie an. Teile ihrer Kleidung werden Monate später in einem nahegelegenen Fluss entdeckt. Von ihrer Leiche fehlt jedoch bis heute jede Spur. Nur ein paar Wochen danach wird ein kleines Mädchen nachts aus ihrem Kinderzimmer entführt. Ein halbes Jahr später wird ihr stark verwester Leichnam in einem Wald entdeckt. 1991 verschwindet erneut eine Teenagerin. Auch ihre Leiche wird später in einem Wald aufgefunden. Da die 3 Morde nur wenige Kilometer voneinander entfernt und relativ kurz hintereinander stattfinden, gehen die Ermittler von einem Serientäter aus.
Zudem waren alle drei Opfer Aborigines und sind unmittelbar nach einer Party verschwunden. Zwei der Leichen wiesen massive Kopfverletzungen auf. In den folgenden Jahren werden gleich zwei Männer als Tatverdächtige ermittelt und angeklagt. Doch bei beiden endet das Verfahren mit einem Freispruch. Da die Behörden sich anfangs kaum für die Morde interessiert haben, ist viel wichtige Zeit vergangen. Die Familien der Opfer kämpfen noch heute für das Recht ihrer Kinder. Denn der Täter, so glauben sie, lebt irgendwo als freier Mann. Ab 2005 kommt es in Edgecombe in North Carolina zu einer brutalen Mordserie. Das erste Opfer wird, teilweise entblößt, in einer ländlichen Umgebung entdeckt. Die Frau ist missbraucht und dann erstochen worden. Zusätzlich hat der Täter mehrfach mit einem stumpfen Gegenstand auf sie eingeschlagen. Beide Verletzungen waren tödlich. In den nächsten 5 Jahren kommt es zu diversen weiteren Leichenfunden, die deutliche Parallelen aufweisen. Die meisten der Opfer werden in der Nähe der Seven Bridges Road entdeckt. Manche der Leichen werden nur Monate nach ihrem Tod entdeckt. Andere hingegen erst 2-3 Jahre nach ihrem ungeklärten Verschwinden. Alle 10 Opfer waren Afroamerikanerinnen, Prostituierte und hatten zeitweise Drogen konsumiert. Der Täter hat die Frauen stets mit einem Messer und stumpfer Gewalt getötet. Das 11. Opfer ist ein transvestitischer Mann. Offenbar hat der Täter bei ihm komplett die Kontrolle verloren. Seinen Leichnam hat er nach dem Tod in Stücke zerteilt. Vermutlich war der Täter extrem verärgert darüber, dass er entgegen seiner Annahme doch keine Frau entführt hat. Zum scheinbaren Durchbruch kommt es, als bei einem der Opfer Spermaspuren entdeckt werden. Das DNA-Profil passt zum vorbestraften Antoine Pittman. Im Prozess ist relativ schnell klar, dass er für einen der 11 Morde verantwortlich sein muss. Auch in den anderen Fällen spricht vieles für seine Täterschaft, da er sich häufig in der Gegend der Morde aufgehalten hat. Doch Pittman wird lediglich wegen des einen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Ermittler sind sich jedoch sicher, dass er der gesuchte Seven Bridges Killer sein muss, da die Mordserie direkt nach seiner Verhaftung endete. Allerdings bestreitet Pittman das bis heute. Demnach gelten die Tötungen an mindestens 10 weiteren Frauen als ungeklärt. Das waren 10 Serienmörder, die bis heute nicht gefunden wurden. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch weitere Fälle von Serienmördern kennt, die auch nicht verhaftet wurden. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos.